Endlich mal wieder einen schönen. In den tiefen Bergen. Hoch in den tiefen Bergen? Keine Ahnung, sitz. Wir ich beim Christoph vorn auf der hohen Acht. Feinripp, offensichtlich nicht live aus dem Proberaum. Heute mit Harrys entspannendem Hundespaziergang. Einer kleinen Bastelstunde mit Marc und Alex. Monchi und Christoph bei einem heldenhaften Selbstexperiment. Und natürlich, wie immer, viel Dummgebabbel aus dem Proberaum. Das war Hochdeutsch. Ey, das ist ein wunderschöner Ausflug ins Grüne. Ja. Machen wir. Einfach mal so. Dass man mal Ruhe hat von den vielen Konzerten. Da ist immer so laut und da sind immer so viele Leute. Da haben wir gedacht, ey, wir packen einfach mal zusammen. Und das Zelt. Die anderen haben alle Durchfall. Und wir machen es uns gemütlich und fahren mal schön raus in die Natur. So, also das mit der Natur ist schon mal cool, aber irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Unser Ausflug in die Natur ist irgendwie eskaliert. Ich hab gedacht, wir gehen schön wandern und in den Wald und so. Das war der Plan für dich, aber soll ich dir was erzählen? Ach, das ist viel zu viele Menschen. Ich habe gedacht, wir haben mal Ruhe. Nachdem du das letzte Mal in der Beachbar mit dem Alkohol so eskaliert bist, habe ich gedacht, wir müssen dir mal einen Grundkurs in Rock'n'Roll beibringen. Und deswegen habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Okay. Die gute als erstes, du siehst heute Abend die Foo Fighters, mein Freund. Ja. Wirklich? Volle Kanne. Oh, geil. Volles Brett, die Foo Fighters. Die schlechte, du schläfst mit mir in einem Zelt. Und an die Claudia, wenn er die nächsten drei Tage heimkommt, ne, und irgendwie zwei Wochen lang Helga schreit, das ist völlig normal, mach dir keine Sorgen, Helga ist immer da. Oh nein, das war dein Zelt. Nein. Claudia, der Christoph hat dein Zelt versaut. Ey, kannst du mir mal sagen, was das für eine schräge Mischung ist? Rock'n'Roll Realschule. Das ist Rock'n'Roll Realschule. Zeig mir bitte dein Kissen. Zeig sofort dein Kissen. Du willst mein Chase? Zeig dein Kissen du jetzt. Du willst mein Chase sehen? Zeig dein... Oh, was ist das für ein Rock'n'Roll-Zelt hier? Wir müssen Platz sparen. Ich muss den Scheiß auch tragen. Ich schlafe auf Chase. Und das Allerbeste ist, der Gordon, nicht der Jordan, sondern der Gordon, der hat uns geschrieben, weil ich dem Basti geschrieben habe, dass wir auch kommen, über Black Green Camping, und der hat uns zwei Tage lang Platz freigehalten. Und das heißt, wir haben jetzt quasi den hier kompletten Pavillon mit Kühlschrank, mit Esszelt, mit Küchenzelt, mit was weiß ich und Tisch und so. Erste Reihe Nachbarn haben wir. Alex, jetzt weiß ich, was du mir hier zeigen wolltest. Fängst schon an zu lallen, mein Freund. Das ist ein soziologisches Experiment hier, oder? Das ist unsere ethnische Zielgruppe. Auf jeden Fall! Das wolltest du mir jetzt zeigen, oder? Palsrock forever. Stadt Natur. Ja. Dafür sind wir hierher gekommen! Alter! Das heißt auch Utopia Stage, ne? Du hast gesagt, es gibt jetzt noch ganz friedliche Musik, auch hier bei unserem friedlichen Urlaub. Was soll denn das jetzt noch sein? Apache. Wir waren die Foo Fighters, mein Freund. Aber die Foo Fighters waren super geil. Ja. Super geil.
Ja. Okay, der kriegt so langsam eine Platte, hast du gesehen? Yep. Auch seine Tochter war auch nett. Ja, die war sehr nett. Die hat super gesungen. Die hat wunderschön gesungen. Und jetzt zu den heimatlichen Klängen von Apache grüßen wir nochmal in Helmshof und sagen gute Nacht, erster Tag. Au revoir.